Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Hexe 3 und heute mache ich mal ein bisschen weiter am Dach. Ihr seht schon, dass ich etwas vorgearbeitet habe im Stream, weil ich mir das echt nicht mehr mit ansehen konnte, wie das hier vor sich hingammelt und nicht weiterkommt. Denn wie es aussieht, haben wir da noch echt viel zu tun insgesamt und je länger ich das alles vor mir herschiebe, desto schlimmer wird es und ich kann es irgendwann gar nicht mehr überblicken oder kontrollieren und man vergisst ja auch immer mehr, was die eigentliche Idee war bei dem Ganzen. Deswegen halte ich es jetzt schon langsam für wichtig, nach 2 und 1/4 Jahren mal dahingehend anzufangen und wenigstens zu schauen und zu planen, wie das alles passt. Da oben gibt es nämlich ein paar Probleme an einigen Stellen und ich weiß noch nicht genau, wie ich sie behebe. Hier vorne habe ich aber schon eine relativ gute Lösung gefunden, wie ich sehe. Also ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber als mir das vorhin kam, dachte ich, okay, das kann man definitiv so machen, dass man einfach das so einschließt, ne? Und hier dieser kleine Wintergartenbereich auf diese Art und Weise hervorgehoben wird, dass nochmal mehr diese Teile betont werden und die nicht so dünn sind wie sonst überall. Ich denke, das kann man bei dem Wintergarten auch durchaus machen oder wie auch immer man das nennen will. Das könnte ja auch so eine Art Lounge-Bereich genannt werden oder Treppenhaus im ursprünglichen Sinne, weil das ja darunter geht. Aber wofür es genutzt wird, ist ja erstmal egal. Hauptsache, man sieht dabei, dass es gut reinpasst ins Haus und da bin ich eben weiterhin am Überlegen, wie ich es mache. Auch an anderen Stellen muss ich sagen, dass das hier einigermaßen zusammengewürfelt aussieht und ich durchaus einiges schleifen muss, um das hinzubiegen. Zum Beispiel habe ich jetzt keine andere Lösung mehr gesehen, als hier eine 5er-Blockreihe zu machen von dem Dark Oak und hier nur 3 von denen, was ja eigentlich die Hauptholzsorte werden sollte von dem Dach, aber alles andere hätte auf verschiedenste Weise asymmetrisch ausgesehen. Vor allem passt das hier auch direkt, dass das damit abschließt, ne? Und hier schön rüber geht, parallel zu der Wand. Und naja, dann schließt sich das langsam ab. Hier ist es eben auch ganz schön, da hat man eine ordentliche Ecke, obwohl ich sagen muss, dass mir das nun auch noch nicht so wirklich gefällt, weil wir hier einen Block weiter unten ansetzen und hier erst da oben mit der Kante, was ja normalerweise der Standard immer ist, aber na gut, zur Not muss ich halt die beiden Blöcke wegmachen und dann wäre da so eine Kante, dass das anfängt, aber vielleicht ist das noch ein bisschen besser. Mit solchen Details möchte ich mich nun allerdings nicht aufhalten, denn ich habe hier ein Problem zu lösen und zwar muss ich das Ganze wieder nach unten verschieben. Ich hatte überlegt, ob ich das nach oben setze und das Glas quasi erweitere, aber das hätte bedeutet, dass ich im Prinzip die ganze Wand hier oben hin verschieben muss und das wollte ich nun echt nicht, sondern das sollte natürlich auf dem gleichen Level abschließen wie da drüben. Ansonsten bin ich eh noch am Überlegen, ob man von innen später noch das alles sehen soll, wie es jetzt ist, diesen Freiraum, oder ich doch eine Zwischendecke reinziehe. Allerdings habe ich auch keine Lust, wieder da oben alles extra als Raum ausgestalten zu müssen von innen, sondern das soll alles eins sein am besten, wie es jetzt halt ist. Außerdem wäre es ganz gut, wenn ich oben ein paar Blöcke lasse, damit ich Glas auch noch hinsetzen kann, um Licht hier reinscheinen zu lassen. Ich weiß zwar nicht mehr, ob das die ursprüngliche Idee gewesen ist, aber das gefällt mir definitiv und ja, ansonsten werde ich bald schauen müssen, wie ich hier alles gestalte. Denn zum Beispiel jenseits von diesem Zwischenboden oder wie man es nennen will, ist hier noch gar nichts geklärt. Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll, ne? Ich gehe davon aus, dass das Einzige, was dagegen hilft, ist, dass ich weitere Streams mache und mich Stück für Stück vorankämpfe. Also, dass man ganz langsam, aber sicher hintereinander weg das alles plant, in Ruhe vor allem und nicht irgendwie überhastet oder so. Vorhin habe ich durchaus gemerkt, dass das auch entspannt sein kann. Also das muss jetzt nicht immer schlimm sein oder besonders überfordernd, weil man sich denkt, oh, noch so viel vor mir. Nee, wenn man das modular irgendwie macht, dann kann das schon ganz cool sein und vor allem die Streams auch sinnvoll füllen. Denn oft genug ist es schon so gewesen, dass ich nicht wusste, was ich jetzt genau machen soll, vor allem wenn ich lange nicht hier auf dem Server gewesen bin. Und heute war das glücklicherweise anders, nachdem ich mich allerdings auch wieder aufregen musste, weil die Hälfte nicht funktioniert hat, hier ständig Abstürze und hin und her. Im Prinzip konnte ich erst nach 7 oder 8 Minuten anfangen zu spielen, aber davon mal abgesehen, habe ich dann wenigstens durchziehen können.
Und das mag ich wesentlich mehr natürlich, als wenn ich immer diese random Streams habe, wo ich einfach nur streame, damit ich es gemacht habe und fertig. Da hat mir am Ende auch nichts von. Deswegen versuche ich das auch aufrechtzuerhalten. Mal sehen, wie mir das gelingt. Nächste Folge wird es aber wieder eine Timelapse geben. Übrigens hoffe ich, dass das hier auch ordentlich aussieht, wenn ich oben Dark Oak verwende und unten Birkenholz. Denn das kann ja auch sich beißen später, weiß ich halt jetzt noch nicht. Allerdings würde ich da oben nicht anfangen mit irgendwelchen Birkenholz und dass das sich abwechselt, denn das würde überhaupt nicht zum Dach wiederum passen. Wenn wir das mal mit den ganzen anderen Teilen da hinten vergleichen, sicherlich wechsle ich immer mal die Holzfarbe, wie zum Beispiel da Spruce Wood und da dann das normale Oak. Aber das heißt ja nicht, dass man das genauso wie unten hier machen muss. Also mal sehen, ob ich das Haus wirklich so variabel gestalten kann und es dann auch noch gut aussieht. Denn oft genug ist es mir schon so gegangen, wenn ich sowas versucht habe, dass es dann völlig in die Hose ging und ich festgestellt habe, okay, das ist ja mal gar nichts. Zum Beispiel in Tiny Craft Attack 6, das ist eigentlich ein typischer Fall gewesen für so einen Unfall. Also anders kann ich es aus heutiger Sicht gar nicht mehr nennen. Neulich hatte ich auch noch ein ähnliches Beispiel gesehen. Ja, Tiny Aura 2 wäre noch sowas, aber ich hatte auch noch deutlich in jüngerer Vergangenheit, neben Infinity oder so, was ja eh die ganze Zeit läuft, solche Fälle, aber naja. Ich würde mal sagen, ich fange an mit dem Thema für heute und zwar habe ich mir extra den Uploadplan nebenbei rausgesucht. Ich rufe ihn mir nochmal in den Vordergrund. Und zwar muss ich den heute schon ansprechen, weil ich alle anderen Videos bereits aufgenommen habe und irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich das ja auch noch unterbringen muss. Vor allem was Infinity angeht, da habe ich einfach dann ein anderes Thema genommen bzw. komplett umdisponiert. Da bin ich nämlich auch auf den Geschmack gekommen, was die Timelapse-Folgen angeht, aber das seht ihr dann noch früh genug. Jedenfalls wird ab dem 29.04. schon der neue Upload-Plan starten und am Montag bleibt es eigentlich dabei, dass sich Tiny Aura und Tiny Monster 2 abwechseln. Das heißt, entgegen mancher Erwartungen wird jetzt noch nicht die Staffel Tiny Aura ja beendet werden, sondern damit will ich noch ein bisschen abwarten, mal sehen. Ich habe ja im Prinzip noch einiges vor und will nicht immer alles auf die nächste Staffel verschieben, gell? Das ist nämlich echt ein Problem. Ich weiß noch, wie das in Tiny Aura 4 abgelaufen ist. Da habe ich auch immer gesagt, naja, machen wir dann in der fünften, dann in der fünften eigentlich genau gleich. Da habe ich gesagt, na, machen wir wieder nächste. Und da soll mir das jetzt nicht schon wieder zum dritten Mal passieren. Zumal die Staffel echt eigentlich sehr lange am Laufen ist. Das heißt, ich hätte theoretisch die Möglichkeit, viel mehr hinzukriegen. Und da würde es mich ärgern, wenn ich am Ende wieder kaum was geschafft habe. Deswegen muss ich mich auch mal irgendwie motivieren und vor allem aus diesem ewigen Pleitemodus rauskommen. Mit dem Hin und Her, was die Villager angeht. Alter, das ist ja wieder übel gewesen. Aber ich glaube, so langsam erleben wir da auch einen Aufschwung. Und deswegen sehe ich wenigstens ein paar Chancen, dass wir das Projekt grundsätzlich noch weiter zocken können. Und dann bin ich gespannt, wie lange ich hier sowieso den Uploadplan laufen lasse. Denn dazu habe ich mir jetzt auch noch keinen genauen Plan gemacht. Das werde ich mir später überlegen, wenn ich sowieso mir mal die Zukunft betrachten muss. Auch Tiny CA etc. muss ich ja neu einplanen und wenn wir da schon sind, das wird nun am Dienstag weiterhin kommen, genauso wie am Samstag, da ändert sich nichts. Genauer gehe ich aber tatsächlich in der Folge Infinity darauf ein, die dann in der übernächsten Woche kommen müsste. Das ist dann also die erste, die schon während des neuen Uploadplans veröffentlicht wird, die 223. Genau, und das ist auch weiterhin freitags der Fall, kann ich schon mal sagen. Ansonsten ändert sich eigentlich insgesamt auch nicht viel. Also es bleibt bei Mittwoch mit dem Wechsel Tiny Hexit und Holzklotz 3. Und Donnerstag sind wir weiterhin mit Top Attack 3 dabei. Allerdings gibt es eine Änderung, die eben dann wichtig wird. Und zwar ist Sonntag jetzt auch Top Attack 3 vorgesehen. Aber weil nun schon diese Woche die letzte Folge Snow Village kommt, zumindest habe ich mich jetzt dafür entschieden, nachdem ich ja in der letzten Folge, die dazu noch gekommen ist, gesagt hatte, dass das durchaus noch offen sein kann mit dem Ende. Nee, also das wird jetzt tatsächlich vorbei sein mit der Folge 16 und dann muss aber mal wieder ein Übergangsvideo kommen, in dem Fall mal nicht Hypixel Skyblock tatsächlich, sondern ein anderes. Es handelt sich um Skyfall, ich kann es ja hier schon verraten. Als kleinen Bonus für alle, die bis zu diesem Zeitpunkt dran geblieben sind, jedenfalls habe ich mich dafür entschieden, naja gut, ich erkläre das glaube ich genau genug in der Folge selber. Und tatsächlich kann ich sagen, dass das Video an sich auch in mehrerlei Hinsicht speziell ist, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wartet's einfach ab.
An der Stelle hoffe ich einfach mal, nichts Wichtiges vergessen zu haben. Das meiste müsste aber drin sein. Also ich habe wenigstens alles kurz angesprochen. Das sollte reichen, für heute, damit ihr erstmal einen grundsätzlichen Überblick habt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich auch mal die Kanalbeschreibung richtig anpasse und vor allem pünktlich der neue Uploadplan da drin steht, denn das hatte ich auch schon wieder die ganze Zeit vernachlässigt. Jedenfalls, was ich noch sagen kann, dass ich halt darauf geachtet habe, dass die Top-Attack-Folgen jetzt nicht irgendwie anfangen in der Woche mit der geraden Zahl und dann die ungerade am Sonntag kommt, sondern ich wollte das so haben, dass immer die erste Folge in der Woche eine ungerade ist und dann der Wochenabschluss, sag ich mal, in dem Projekt mit einer geraden Folge passiert. Genau. Sonst wäre nämlich der ganze Uploadplan erst eine Woche später losgegangen, aber so hat es jetzt besser gepasst, da einfach die Skyfall-Folge als Lückenfüller reinzuhauen. Und naja, in dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis später und tschüss.